Hallo und ein herzliches Willkommen zu den 12 Days of Anime auf Anime Slam. Ich, euer Gastgeber Starcap, werde euch nun 12 Tage lang mit Content zu Anime vollballern, um über Titel zu reden, die ich in anderen Formaten nicht noch einmal unterbekomme. Heute am 6. Tag soll es um die kurze Serie Planetarian gehen. Planetarian ist eine kleine Webserie mit 5 Folgen vom Studio David Production, die man unter anderem für die aktuelle JoJo-Serie kennen dürfte. Es basiert auf einer Visual Novel von Key, die man für Clannad oder Little Busters kennen dürfte, und wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich Key mag. Drama ist immerhin mein Ding, was? Als die Nachricht kam, dass David Pro tatsächlich Planetarian umsetzen wollte, war ich zuerst verwirrt. Ich habe die Visual Novel vorher gespielt, wisst ihr? Die gibt's auf Steam, mittlerweile sogar in einer HD-Fassung, die es sogar auf Deutsch gibt. Aber als dann die Nachricht kam, es wird eine Kurzwebserie, war ich glücklich und der erste Trailer sah auch ganz vernünftig aus. In Planetarian geht es um unsere Welt nach einem schlimmen Krieg, nachdem man die Außenwelt nur noch ungern betritt. Gebäude sind verwüstet, das Wasser ist giftig, Roboter fahren durch die Straßen und töten jeden Menschen, dem sie begegnen. Doch die Vorräte werden knapp. Menschen werden zu Jägern, gleichzeitig aber zu Gejagten der Roboter. Darunter Kazuya, der eines Tages auf ein Kaufhaus trifft und darin auf ein Mädchen. Doch wie sich herausstellt, ist dieses Mädchen ebenfalls ein Roboter, jedoch ein guter. Sie arbeitete ursprünglich im Planetarium in diesem Kaufhaus. Sie bittet Kazuya darum, das Planetarium zu reparieren, denn oh Schreck, bei dem ganzen Krieg ging es kaputt, aber sie weiß davon nichts. Sie schlief jahrelang, denn darauf ist sie programmiert. Sie wacht nur für ein paar Tage auf und schläft danach wieder für eine lange Zeit. Wie es sich danach entwickelt, wäre jetzt wirklich zu viel vorneweg gegriffen. Diese Serie besticht durch zum einen die wundervolle David Pro Optik, die sich zwar weit entfernt von der Originalästhetik der Visual Novel, jedoch ihren eigenen Stil gut findet. Gerade die glänzende Farbgebung hier ist wirklich gelungen, genauso wie die Animationen äußerst smooth sind. Des Weiteren trumpft die Serie mit ihren zwei Figuren, denn mehr gibt es wirklich nicht außer die eben beiden beschriebenen. Es gibt in kurzen Flashbacks noch andere, aber die spielen kaum eine Rolle. Helfen jedoch die emotionale Bindung zu Hoshino zu verstärken, immerhin sind es ihre Flashbacks. Aber das Interessante sind die Dialoge zwischen den Hauptfiguren, denn die stehen im Vordergrund. Es ist sehr charaktergetrieben. Nur gegen Ende gibt es eigentlich etwas Geschichte, aber davor findet alles zwischen Hoshino und Kazuya statt. Das sorgt für einige emotionale Augenblicke, auch wenn ich bei der Visual Novel in einem Moment etwas näher den Tränen stand, aber es ist wohl gut, dass sie diesen im Anime verkürzt haben. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, immerhin ist die Serie auch nicht sehr lang. Also, wer auf charaktergetriebenes Drama mit Melodrama-Einflüssen steht, ist bei Planetarian genau richtig. Das war dann mein Beitrag zu Planetarian für den 6. Tag der 12 Days of Anime auf Anime Slam. Wir hören uns.